der Smiley, der dich am besten beschreibt? Gute Frage. Ich glaube, wenn ich am öftesten benutze, ist der Lach-Smiley mit den Tränen hier raus. Ich weiß nicht, ob man den. Mach den mal nach, bitte. Kann ich ja gleich mal an die Regie zeigen, welchen ich meine, der da eingeblendet wird. Alles klar. Nächste Frage. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ich brauche keine Pause zwischen den Fragen. Was haust du dir am liebsten auf den Grill? Den Grill? Ja, gute Frage. Isst du überhaupt Fleisch? Ich esse sehr gerne Fleisch, aber nicht so oft. Hab ich mir früher am liebsten Schweinnacken immer gegrillt. Mittlerweile mache ich mir so eine Alufolie, ein bisschen Käse mit Zwiebeln und Oliven und Tomaten und Champignons. Kann ich sehr empfehlen, auch für Fleischesser. Wie viel Zeit verbringst du morgens im Bad? Eigentlich gar keine. Ich stehe morgens auf und dann fahre ich direkt zum Training. Ohne Zähne putzen, ne? Ich putze hier die Zähne. Hab ich schon nie gesehen. Hier. Also brauche ich morgens relativ wenig Zeit im Bad. Frühstückst du sonst im Bad? Okay. Mal so. Was war dein schlechtestes Zeugnis? Ich glaube, in der 10. Klasse hatte ich 2,5 und bin dementsprechend noch sitzen geblieben. Also glaube ich, dass das mein schlechtes Zeugnis war. Nächste Frage. Hast du noch Kontakt nach Barg der Heide? Ja, so ein bisschen. Ein paar Freunde aus Barg der Heide habe ich noch. Aber mittlerweile sind viele aus Barg der Heide nach Hamburg gezogen. Und deswegen hat sich ein bisschen nach Hamburg verlagert, aber ja, ein paar Kontakte nach Barg der Heide sind geblieben. Interessant. Wieso hast du 2 finnische Vornamen? Oh, gute Frage. Muss ich meine Mutter mal fragen. würde ich direkt weiterleiten, die Frage. Ich weiß nicht, fand sie ganz schön, glaube ich. Und meine Geschwister haben auch 2 Namen jeweils. Und dann habe ich auch 2 bekommen. Himmeln dich deine Geschwister an und sind sie stolz auf dich? Ich würde sagen, die beiden Kleineren finden mich ja, schon ein bisschen. Die sind natürlich auch HSV-Fans und natürlich auch ganz große Fans von mir. Meine Eltern und Geschwister finden es auch ganz cool, aber die himmeln mich auf jeden Fall nicht an. Aber finden sie auch cool, was ich mache. Bist du ab und zu in Finnland? Sprichst du selbst Finnisch? Mittlerweile nicht mehr. Früher waren wir jeden Sommer in Finnland. Als wir noch kleiner waren, meine Eltern, Geschwister und ich, haben wir jedes Jahr Urlaub da gemacht. Und Finnisch spreche ich nicht, ich kann es verstehen. Also meine Mutter spricht mit mir Finnisch und ich antworte auf Deutsch. Ein bisschen schwierig, die Sprache. So, letzte Frage, oder? Ja. Deine Rote. Rot. Was war dein peinlichstes Ergebnis mit der Mannschaft? Ich habe einmal in der U17 mit HSV 7:1 verloren gegen Hannover. Das war auf jeden Fall das peinlichste Ergebnis. Hey, liebe HSV-Fans, vielen Dank für eure tollen Fragen. Und jetzt gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar könnt ihr an dieser Adresse hier eine Werbung schreiben, dass ihr ein Anlaufkind für ein ausgewähltes Heimspiel dabei sein dürft. Viel Erfolg und frohe Weihnachten.